Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Theater of the Bizarre. Rutschen wir mal gleich ins nächste Rätsel. So, gucke mal hier. Da kann man gleich Red Crescent. Syring Fork. Auch schon wieder die olle Fork. Wie oft hatten wir die hier schon, ne? Nee, ich habe noch ein bisschen Animal Crossing und Pokémon Go am Handy gedaddelt. 20 Minuten. Ich habe immer gerne ein bisschen Leere zwischen den. So, da haben wir schon mal die Spring. Ich habe immer gerne so ein bisschen Leere zwischen den Folgen. Da kann ich leichter schneiden. Muss ich weniger denken. Es ist eine Angewohnheit. So, Maze. Ist jetzt hier mit Maze der Streitkolben gemeint? Denn so habe ich das Wort Maze kennengelernt. Maze ist aber halt so ein bisschen wie Club, auch so alles mögliche, was so knüppelig ist, ne? Heart. Ist doch sicher irgendwie so ein gezeichnetes Herz, oder? Ich meine, in dem Spiel, da traue ich alles zu, wobei es gruseliger angefangen hat, als es mittlerweile jetzt ist, muss ich gestehen. Green Liquid. Eine Mausch, da ist sie, die ist süß. Ich mag das. Diese sehr verhalten, wie in der Ferne wirkenden, gespielten Akkorde. Kupkake. So, wo ist denn die Kupkake hier? Da ist. Sehr nom. Ballett Slipper, da. Crowbar. Ist das eine Crowbar? Nee, das ist wohl der Gehstock. Aber auch Crowbar sollte auffällig genug sein. Ah, da. So eine hatte ich auch mal. Pinecone, da oben. Maze und Heart. Aber wo? Aber wo? Hier, der Streitkolben ist diesmal sogar gemeint. Hart. Ah gut, ist das letzte. Och Gottchen, als Schatten auf dem Deckchen. Ich krieg nicht mehr. So, können wir mit diesem Brecheisen denn jetzt diese ganzen Siegel aufbrechen, die hier überall sind? Wollen wir mal probieren? Die da? Können wir? Oh Gott. Das auch nicht? Kriegst die Tür nicht zu. Oder hier? Nö. Okay, wir können ja mal oben an der Glocke erstmal das Ding einsetzen. Ja, es ist traurig, ne? Das einzige Problem, was du hast. So. Ah, sehr schön. Das ist doch mal was. So, wo waren die denn jetzt nochmal überall, die Siegel? Hier ja schon mal nicht. So, hier war auch kein Siegel. Hier war aber auf jeden Fall eins. Ja. So, jetzt können wir hier hinten rein. Wo ist das? The Courtyard. So, du brauchst wieder eine Schüssel in den Kopf, ne? Wie immer. The next part, a piece of the ancient bell itself, is deep beneath Corvus Theatre. Be careful. Okay, da drin.
won't be complete until I find all the pieces. Ja, was auch immer das hier ist. Ich denke mal, ja. So, das gehört hier schon mal hin. Nee, das passt hier nicht irgendwie rein. A rock. Wäre auch lustig, wenn das gepasst hätte. There's a shovel in the tree. I wonder if I can knock it down. There's a shovel in the tree. I wonder if I can knock it down. Ich will aber die Krähen nicht verletzen. Ich mag Krähen. Aha. Was ist das? Ach, jetzt muss ich wieder Sachen finden hier. So. De Schnüss. La 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 la. Da. Hier ist noch so ein... Oh, das ist aber auch gemein. Pff. Bis auf Ausnahmen, wo man sehr markante Stellen hier, ne, einfach sieht. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich das hier echt oft sehr anstrengend. Ich hoffe, ihr versteht mich da. So, was ist das hier zum Beispiel? Ah. Pinökel. Vor allem das hier zum Beispiel ist so eine richtig dicke Furche. Siehste. Und da. Aber das letzte Stück hier. Ne. Ach, da ist das. Okay. Aber das war, ist mir nicht so gedingsig. Ach, schon wieder ein Herz. Ah ja. Emblem Piece. Gehört das hier? Ja. Ja, wir sind ja dabei. Was ist das? This flagstone is loose. I need something to lift it up. Ach, das ist doch hier für den Glücksbrunnen. Ich finde das so atmosphärisch gestaltet hier einfach. Das ist so, so geil. The bridge to the crypt. Tales from the crypt. The door to the castle crypt. A strange plaque. Kannst du wahrscheinlich mit der nächsten Fähigkeit, die wir dann irgendwann kriegen. Aha, da haben wir wieder so einen alten Golem-Key. So, hier gehören Sterne dran. So. Es geht voran. Es geht voran. Ja, hier. Wenn das immer so einfach ginge, ne? Ja. It's bad luck to take coins out of wishing fountains. Nun ja. Da, guck mal, hier war noch so eine olle Hand. So ein oller Kopf. Ein hier. Wofür? So, hier war auch noch eins. Da ist wieder so ein Teil. War hier noch einer? Nö, ne? Nö. Nicht wirklich. Hm. So, auch hier war nichts. So, wo hatten wir denn unseren Goblin? Kopf. Wir hatten hier doch da. So.
Noch ein Teil. Haben wir jetzt alle? Ich gucke mal. Ach, das war die andere Tür. Ja. To the Crypt. Aber erstmal haben wir hier das Theater. Won't be complete until I find all the pieces. Ah, es fehlt immer noch eins. Gier. Es wird langsam echt weitläufig, muss ich sagen. Bin mir nicht sicher, ob ich mich freuen soll. Es ist langsam echt... Ach, guck mal, da oben ist noch ein Teil. Echt weitläufig wird. Nee, zurück da lang. Und erzähl mir doch nicht immer das, was ich eh schon weiß. The Theater Launch. Mein Gott. Haben die hier... Also, das ist ja eine epische Größe. Vacuum Tube. So, hier ist ein Zahn. I fear its power will conquer my will soon. The door will only open when the counter reaches zero. But it's broken. It's broken. Like so many other things in this old castle. It's broken like I now am. I don't know that, what will become of me when it has possessed me entirely. Ja, da muss es ja überhaupt gar nicht zu kommen. So, schwupp, können wir hier erstmal das Ding wieder wegmachen. Dämliche Siegel. Schon wieder ein Gier. Ah, hier, polnischer Allzweckschlüssel. Die Vacuum Tube oder den Zahn oder die Karte. Ah. Was? Wie alle sechs? Oh, das wird sicher ein cooles Mini-Rätsel. Ein cooler Screen. Nee, da kommen wir noch überhaupt nicht hin. Hier. Menno. Nicht? Oh, Käse. Toll. Jetzt muss ich hier wieder... So, hier die Ecke und das Auge. Dann hast du noch... da die Ecke. Das ist immer ein komisches Rätsel hier, ne? Hier so. Und hier. Und da sind... Das Ding. Auch wenn das ein sehr merkwürdiges Stetcher ist. Was ist das denn hier? Das ist so überbelichtet. Das muss doch hier irgendwas... Aber das ist es auch nicht. Verstehe ich nicht. Ach mein Gott. So, dann noch hier diese Knubbels. Die haben wir hier überall. Das ist ja das Problem. So, hier. Dann noch dieser Kringel. Nein, du sollst nicht zurückgehen, du doofe Sau. Habe ich da hingedrückt auf zurückgehen? Nein. Boah, ich dachte, jetzt muss ich alles nochmal von vorne finden. Oh Gott. So, da, mit der Kerbe. Und der letzte, da habe ich keine Ahnung, was das sein soll. Ach Gott. Looks like the counter is stuck.
Also es gehört hier schon mal her. Da. Und da. Ach, naja. Schön, dass es nur ganz viele weitere Zahnräder sind, die wir noch nicht haben. Da haben wir schon mal wieder ein Gear. Das ist mir ja schon klar, dass wir das brauchen. So, da haben wir den Crow Pin. Und den Grinder. Das ist eine Mühle. To grind, mahlen. Daher ja auch das Wort grinden. Also etwas immer wieder wiederholen, um bestimmte Sachen zu erlooten, wie in einer Tretmühle halt, ne? Da kommt das Wort ja her. Wobei Mühle auch Mill heißt, aber in diesem Sinn ist es ein Grinder. Skalpell. Das hier ist eine Rasierklinge. Eine Razor Blade. Aber wo haben wir denn? Ein K. Das haben wir hier unten versteckt. Mirror Shard. Rose da. Skalpell. Boat. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Mask. Nicht? Ist das keine Mask? Sieht aus wie eine Mask. Das ist aber auch eine Mask. Head. Da ist da das Mirror Shard Gedöns. Der Hut. Ein Pizza hatten, Chicken mit. Oh Gott, ich werde morgen auf jeden Fall bei Mr. Chicken vorbeigucken, da ich noch was beim Amtsgericht abgeben muss. Da ist der Head. Wegen Sterbenachlassgedöns von meinem Opa. Corkscrew. Hatten wir doch auch schon mal. Da, hängt da. Ja, und da es nur noch eine Sache ist. Wo? Ach da, mein Gott. Meine Dinger sind weiß, die ich habe. So, wir haben Small Crow Pin und Shard of Mirror. Ich bin nicht überzeugt. Aber wer bin ich schon? Ja, a pin. Manchmal, ne? Oh, und das direkt das nächste. Gut, die Ex. Ah, erstmal richtig hinsetzen. Die Ex sehe ich sofort. Eine Mask. Mask of Eternity. Da haben wir eine kleine Mask. Eine Tarotkarte. Habe ich auch ewig nicht mehr gelegt, Karten. Arrowhead. Da. Gear. Eine Leather. Also das Spiel, da das ja nicht übersetzt ist, wäre das ein tolles Spiel, um Englisch zu lernen in der Schule. Also, wenn man jetzt nicht schon Englisch könnte. Guckt, sag ich schon, genau. Eine gekochte Flasche. Nee, Corked Bottle. So eine Art Flaschenpost. Wo ist sie denn? Ein Key. Dim 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 dim. Da ist die Leiter. Fan. Wo willst du denn hier einen Ventilator hinstellen? Ich bin, da ist schon mal das Cross. Schon wieder ein Pinecone. Was willst du mit den ganzen Pinecones? Was ist das hier in der Mitte, was da so leuchtet? Ah, da hinten ist der Pinecone. Das war natürlich Mord ist der Hobby von Jessica Fletcher. Ich glaube, 83 bis 96 lief die Serie. Oder 84 bis... War es 84 bis 96? Ich habe es mir jedenfalls mal wieder auf Amazon vorgemerkt, weil ich das seit meiner Kindheit nicht mehr geguckt habe. Jessica Fletcher. Von Angela Lansbury gespielt. Ich mag die Schauspielerin. Die hat übrigens auch schon einen Stern auf dem Walk of Fame. Und tatsächlich lebt die immer noch, obwohl die tatsächlich schon 1925 geboren ist.
Da ist der Fan. So. Nee, weil ich halt Key, ne? Key erinnerte mich an Keith Ledger, erinnerte mich an Jessica Fletcher. Und darum habe ich dann die Melodie gesummt. Meine Gedanken sind immer kreuz und quer. Ich bin ein sehr assoziierender Mensch, tut mir leid. So, da haben wir Lantern. Green Lantern. So, Corked Bottle und ein Key. Mehr haben wir nicht mehr. Da ist die Corked Bottle. Und der Key? Oder ist es eine Taste von der Schreibmaschine? Dass ich hier gar nicht nach dem Schlüssel suche. Mal gucken. Ach, doch, ist ein Key. So, Tarotkarte und wieder so ein dämliches Gier. Ja. So, bupp und bupp. Brauchen wir trotzdem noch Gedöns. Was soll ich mit dem Tooth? Was haben wir hier? Ach Gottchen, der schon wieder. Geh mal zum Zahnarzt. Ja. Joy und Sadness, Fear and Rage. Und was soll ich damit anfangen? Du bist klug, Mädel. Okay. The Theater of the Absurd. So this is Corvus's legendary theater. Ja, und das sieht auch. The bell fragment is here somewhere. Also das nenne ich mal ein fettes Theater. Noch mit Seitenkuppeln und allem. Das ist geil. Auch wenn das hier in der Mitte ein bisschen makaber gestaltet ist. Das ist es also, das Namensgebende hier im Spiel. Das ist schon cool. Mein Gott. Hier ist das ganze Orchester aus Skeletten. Das Spiel hat eine unheimlich makabere, aber coole Atmosphäre, wie ich finde. So, Mirror Shard haben wir sogar zweimal hier versteckt. Das ist verdammt geil gemacht. Muss man einfach sagen. Spiral. Da ist zum Beispiel schon mal die Tarotkarte, die uns noch fehlt. Oder eine von denen. Schon wieder eine Fork. Oh Gott. Dragonfly. Sehe ich nicht. Die Viecher sind ja aber auch nicht groß. Wooden Spoon. Da ist nochmal die Mirror Shard. Eine Whistle. Oh, ich werde mir dieses Lied nochmal von YouTube runterladen. Das ist so ein fetter Ohrwurm. Weil ich das als Kind so gerne gesehen habe, auch wenn ich das noch gar nicht sollte, weil es als Krimi so, ne, Mord aufklären, na. Necktie. Oh, guck mal, apropos Necktie, da haben wir schon mal hier die Dragonfly. Reimt sich ja, ne? So, und da unten haben wir das Spiral-Gedöns. Ein Star. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, der Star, der spielt gerade das Spiel. So. Oh Mann. Nehmt mich bitte nicht immer ernst, okay? Oh, da haben wir schon mal eine Fork. Wooden Spoon. Das ist eine Wrench hier. Das ist auch, wenn das auf den ersten Blick wie ein Spoon aussah. Ich bin ja ein Boon.
Shell Wooden Spoon Dollar Sign. Das habe ich als YouTuber natürlich in meinen Augen, ne? So selbstverständlich. Das Dollar Sign, das kann auch überall sein, das Sign. Ranch. Ach Gott, ich Idiot, da ist ja sogar Ranch angegeben und ich so, ja, nö, das ist eine Ranch, ich suche hier einen Spoon, ne? Ich bin so klug. Oh Gott. Ich bin klug. Muss man einfach sehen. Ich bin klug. Aufmerksam, sehr aufmerksam. Was ist denn das da? Ja, das gehört zur Balustrade da oben, ne? Okay. Ach, der Wooden Spoon. Ich nutze Holzlöffel ja nur, wenn ich dann... Ja, wann nutze ich die eigentlich? Ich habe Plastiklöffel. Aus sehr hitzebeständigem Plastik. Nee, weil Holzlöffel nutze ich kaum. Weil ich selten was im Topf koche. Shell Necktie. Der hier sieht eher lustig aus, das Skelett hier, ne? Der sieht so... Na, da unten hat er die Krawatte. So. Und die Shell hatten wir auch schon 1000 Mal. Warum finden wir die nicht? Shell und Dollar Sign. Ah, da ist das Dollar Sign. Na, dann kann ich ja jetzt auch suchen lassen. Ach Mensch, das war gut versteckt in der Größe. So, Spiegelteile. Was ist das hier? Ja, dann wollte ich gerade meckern. Immer diese furzenden Dämonen. Backstage. Boah, das ist alles so geil gemacht hier. Das ist verdammt cool. Ach Gott. Nette Masken. Das wird das sein. Hier zwischen den Dingern. Dann noch was rundes Knubbel. B ist auf der Stirn. Der Mund. Und hier oben. Dann diese Perle. Und die goldene Nase, die man sich verdienen kann. Oder ist es... Nee, die goldene Nase ist offenbar nicht. Ist die goldene Nase? Ja. So, dann noch hier oben das ganze Geschlümmel. Das ist tatsächlich nicht... Also da, dieses Rätsel hier... Da das holzerne Gedöns, hölzerne... Nee, das finde ich jetzt wieder nicht so schlimm. Oder hier und da. Ne, weil das ist halt sehr... Da unterscheidet sich alles voneinander. Und nicht, wenn alles Gold ist. Wie bei der Grabplatte eben. Spotlight Lamp. Was ist das? Hierfür? Something's supposed to screw in here. Nicht? Das ist doch eine Lampe. Und wir müssen da reindrehen. Ach, hier. Vacuum Tube. Ach Gott, dürfen wir noch ein paar finden. Das ist ja schön. Und hier dürfen wir die Spiegelscherben sortieren. Das ist auch cool gemacht, dass man sich hier so wirklich spiegelt. Ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr gut gemachtes Wimmelbildspiel. Sonst würde ich es ja auch nicht immer noch spielen. Dann hätte ich ja schon wieder aufgehört. Und mit euch was anderes angefangen. So, da fehlt aber auch noch was. Da hinten ist sicher wieder ein neues Wimmelbild. Hier haben wir noch einen Zahn. Was ist das? Hatte er nicht gesagt... Er hatte doch was gesagt an Stimmungsausdrücken. Also das ist wahrscheinlich Fear and Rage. Joy... Sadness, Fear and Rage. Oh, bin ich gut. I hear a noise from back in the theater. Da hinten? Okay. Was haben wir denn hier noch so? Das nächste Wimmelbildchen. Ach, das ist cool. Ship. Chip und Plus. Pff, 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 pff.
Red Button. Push the button. Da, 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 da. Book. Oh, so eine schöne alte Kamera hier habe ich auch noch. Starfish. Was auch ein großes Durcheinander hier. Church Sketch. Ein Church Sketch. Palm Fan. Church Tarotkarte. Da und. Nee, das ist keine, das ist ein Ticket. Boah, Monkey, Tarotkarte, Church. Oh, warte mal, Key habe ich schon gesehen. Book, Starfish, Palm Fan, Keyboard. Keyboard? Meint die jetzt. Nicht eine Tastatur, ne? Die meinen das Instrument, nehme ich an. Life Ring. Da ist schon mal das Palm Fan. Plus und Ship. Da ist der Starfish. Da haben wir das komische Book. Das Chip auf einer Vase. Da oben haben wir die Tarotkarte. Church Sketch. Guck mal hier. Faust. Cool. Hier hinten haben wir das Cross, also das Plus in dem Falle. Life Ring. Da! Och mein Gott! Versteckt. Vor allem, weißt du, Lebensrettungsring verhängt man da hinter einen Vorhang unterer Decke, damit das auch zugänglich ist, wenn man Leben retten muss. So, da haben wir schon mal den Affen. Keyboard und Church Sketch. So, das kann auch nicht so schwer zu finden sein, weil gerade ein Keyboard, da muss doch so ein großer Kasten sein. Kannst du mir noch nicht erzählen. Ich such mal. Ach Gott, da hinten versteckt. Toll, jetzt fehlt mir aber der Church Sketch. Und den habe ich auch bisher nicht gefunden. La 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 la. Wie schon vom Ablegen des Ellbogens auf den Stuhl mein Ellbogen tatsächlich langsam knietschig ist. Auch schön, wie hier einfach mal so Galgenseil mithängt. Ach Gott. Ich sag da mal nix so. Okay, ein Knubbel und noch eine Karte. Aber meine Lieben, den Rest vom Backstage hier, den können wir ja morgen in aller Ruhe untersuchen. An Silvester! Und dann versuchen wir das Spiel doch morgen mal durchzuspielen. Wie wär's? Jetzt reiße ich meine Klappe aber groß auf, ne? Naja. Bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Ich find's cool. Tüdelü.